kita lagi jalan-jalan di kuburan. Jalan-jalan di kuburan ini. Ya, aku mau tunjukin sama kalian kuburan di Jerman tuh kayak gimana sih. Di sini kita enggak boleh terlalu berisik. Das Familiengrab. Oh, schön, ya. 82. Marik. Frage immer. Aber hier siehst du, der macht was am Grab. Viele nennen auch das Grab so wie eigenen Garten in Deutschland. Das sieht auch schön aus. Ist neu. Guck, der da läuft zum Beispiel bald aus. 95. Ey, Leute. Nächstes Jahr. Das werden die bestimmt verlängern, da kümmert sich noch einer drum. Nicht wie bei den Eingrab. Jadi, kalau di Jerman itu setelah 25 tahun itu bisa di apa namanya, bisa tiba-tiba hilang gitu kuburannya kalau kita nggak bayar. Jadi harus ada memang yang wow, yang mengurus. Wow. Kayak gini mungkin contohnya. Ya, sudah. Mm-hmm, juga udah mehr was gemacht. Gak ada yang ngurus lagi. Sayang banget. Hier auch so ein ganz normales Kreuz. Hier ist da hinten für den Kaffee. Kann man hier nach links? Ich glaube, das sind Soldaten, die hier gut und hier? Haben. Das auch so war. Wenn ein Unglück irgendwie passiert auch so. Wow, cool. Ist das neu? Nein. Oh, das ist cool. Baby. Das ist Babyfriedhof hier. Ach so. Jadi ini kuburan untuk bayi-bayi. 2 tahun nunggu lihat. Oh, Tuhan Yesus. In Deutschland ist das, wenn zum Beispiel Kinder, ja? Ganz viele auf einmal gestorben sind, dann kann man nicht für jeden einzelnen Grab machen. Ach so. Dann macht man ein großes Grab. Alle rein. Alle rein. Mhm. Und dann macht man so ein Denkmal. Das bleibt dann für ewig. Ach so. Durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen. Ich denke, da drunter stehen die Namen. Ja. Oder? Was meinst du? Nein. Die nicht auch. Ja.
Da hinten war noch die Glocke. Die Ding, Ding, Ding machen. Ding, Ding, Ding. Nein. Nur wenn man stirbt. Da ist ja jemand gestorben. Oh, da eine Familie. Satu keluarga. 4 orang yang meninggal pada saat perang dunia, jadi dimakaminnya di sini. Erste, ya. 21 Leute sind gestorben. Perang dunia pertama kayaknya nih. Aus Rüstung. Ja, von 1914 bis 1918, Erster Weltkrieg ist das. Perang dunia pertama, guys. Wow. Das ist bestimmt der Zweite Weltkrieg. Ja. Das war für den Dritten Weg? Nein. Schon mal vorbereitet. Wow, ini dari tahun... 32 Leute. Ah, so, dari Perang Dunia, ini Perang Dunia kedua, guys. 1940, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. 41. Dan tahun 1939 sampai 1945. Nih. Die sind vermisst. Oh. Wie weiß man nicht, wo sie sind. Zivile Opfer. Kok jadi pengen nangis ya? Ntar ya guys, aku ganti baterai dulu ya. Main sayang. Bagus, das bagus sih. Also Baby Friedhof. Zweite Weg, die Kiste. Und jetzt gehen wir wieder raus. Ja, da. Wolltest du dann noch lang gehen? Weil raus geht's dann da runter. Ach so. Kein Problem. Lanjut. Lanjut, sayangku. Ich hab keine Angst. Du? Hast du Angst? Sind doch tot. Vielen Dank. Ihr Leute, Tillmann, Anne, Gerhard, Heinrich. Ein paar, ja. Keluarga. Ach, ich hab umgekippt. Stimmt. Wind, oder? Oder Wind. Oder Tiere. Ja, Katzen. Oder Hase. Oder Hasen. Für die gibt es ja kein Foto. Ich bitte für euch. Warum? Schlange. Wo denn? Ja, das Schwarze? Ah ne, das ist Folie. Schlange. Katanya ada ular. Pada Plastik. Plastik. Nein. Ist das auch Baby? Hm? Sind die auch Baby? Oh. Nee, klein.
sieht so aus, ja. Mhm. Oder Urnenbestattung. Urnen sind das. Das sind keine Gräber, sind hier. Die mal von meinem Onkel, der Vater. Ja. Jadi ini kayak abu jenazah gitu guys, taruhnya di sini. Gibt's sowas auch in Indonesien, Urne? Ja. Weil das ist auch viel preiswerter als die großen. Das sind alles Urnen hier. Jadi ini yang semua ini abu-abu jenazah guys untuk makamnya yang tidak pakai peti. Jadi harganya sih katanya lebih murah karena lebih kecil kan ukurannya. Ini ist auch schon aus Bernsteine. Das ist so. Schön, ja. Erst die Frau gestorben, Ute. Ein paar Tage später dann, zwei Monate später der Mann. Mhm. Rochel. Ich kenne den Rochel, der mit die High Heels, den Mann, weißt du? Mhm. Rochel Gonzales. Nein. Hast du gesehen bei der SDS mit den Jumpsuit? Ach so, ja, er. Für Männer. Er oder sie? Ja. Das siehst doch, was ein Meer ist. Kleidet sich nur wie eine Frau. Kenapa kita kesini, guys? Karena tempat seperti ini tuh mengingatkan kita bahwa segala sesuatu, kita sebagai makhluk hidup, kita manusia, kita pasti akan berakhir di sini, gitu. Kehidupan itu pasti ada ending ya. Dan endingnya kita ya di dalam itu, dalam tanah, gitu. Jadi kita sebagai manusia jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh, jangan terlalu pelit. Ingat sama Tuhan. Karena kita nyala manusia biasa. Sebanyak apapun uang kita, setinggi apapun jabatan kita, ujung-ujungnya kita akan berada dalam tanah. Okay. Ich habe keine Angst. Hier ist sehr schön. Wie kleine Gärten hier. Mhm. Ini tuh kayak taman banget sih jadinya. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Tire. Oke guys, sepertinya kita akan berakhir di sini video hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Dadah.